Wenn Sie einverstanden sind, müssen Sie eine Einverständniserklärung unterschreiben. Zystoskopie-Blasenspiegelung. Es ist eine moderne Untersuchungsmethode der Harnröhre und Harnblase mittels schlauchartiges Untersuchungsgerät. Um diese Untersuchung zu machen, müssen Sie 8 Stunden vor der Untersuchung nüchtern fastend sein. Um diese Untersuchung zu machen, geben wir Ihnen eine lokale Betäubung durch den Rücken. Füllen wir die Harnblase mittels steriler Flüssigkeit für bessere Sicht. Dann sollen wir einen Schlauch mit Kamera, Zystoskop, am Ende in der Harnröhre bis zur Harnblase einführen. Dann können wir die Blase von innen ansehen. Wenn es etwas auffällig gibt, wie ZB, Stein, Geschwür, Geschwulst, können wir die Steine entfernen oder Biopsien entnehmen. Zur Beendigung der Untersuchung wird die Flüssigkeit wieder abgelassen und das Zystoskop entfernt. Bei Männern ist die Untersuchung stärker als bei Frauen, weil die Harnröhre länger, schmäler und gebogen ist. Es dauert circa 2 Stunden. Theoretisch könnten ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist selten. Und unser Team hat große Erfahrung dabei. Komplikationen. 1. Schmerzen und Brennen bei Wasserlassen in den ersten Stunden nach der Untersuchung. 2. Entzündung. 3. Harninkontinenz. 4. Verletzung der Schleimhaut in der Harnblasen- und Harnröhre.